Herzlich willkommen in meiner Küche. Heute bereiten wir mal kein Rezept zu, denn ich habe mir was geleistet für mein Kalli. Und zwar habe ich bei Ingas Handmade for Germany eine Abdeckhaube gekauft. Sie ist noch original verpackt. Und ich öffne sie jetzt mit euch. Ich habe Inga über Facebook kennengelernt, weil sie da Werbung gemacht hat für ihre Hauben. Ich fand die ganz toll und da Kali bei mir immer direkt neben Herd steht, habe ich gesagt, das wäre vielleicht auch was für mich. Wie ihr seht, es ist gut verpackt. Bin ein bisschen verschnupft, ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Auch ist das süß. Schaut mal, seht ihr das mit dem Maikäfer oben drauf? Toll. Ich lege mal den Karton zur Seite. Extra festgeklebt, damit er auch nicht runterfällt. So, jetzt bin ich gespannt. Ich habe die Maße von der Homepage genommen, von Maxworld, und habe Inga die Maße durchgegeben. Super. Perfekt. Toll, da freue ich mich. Wenn ihr auch so eine tolle Abdeckhaube haben möchtet, dann meldet euch doch bei der Inga. Die ist auch bei mir auf dem Blog schon aufgeführt unter Empfehlung. Und ja, wie gesagt, sie heißt Inga Eisenhauer Keller, hat eine Näherei in Pforzheim und die Internetadresse ist im Prinzip Ingas Handmade from Germany. Die hat ganz viele tolle Stoffe zur Auswahl, also stöbern lohnt sich. Mein Kali ist ab jetzt geschützt und ich würde sagen, schaut mal bei ihr vorbei. Bis zum nächsten Mal.